Es gibt eventuell, das steht noch offen, eine kleine Ergänzung beim Team Pete's Meat. Quatsch, oh Gott. Ja, damit begrüße ich euch zu einem neuen Video von mir. Ja, im Hintergrund seht ihr eine kleine Mitfahrt von einem doppelstöckigen Regionalexpress auf der Megacity-Map. Nicht wundern, ich habe ein bisschen weitergebaut in der Zwischenzeit. Und da sind nun einige neue Bahnhöfe dabei. Und es ist, wenn man aus Kartoffelhausen Hauptbahnhof rausfährt, ist es noch ein bisschen Städtemau. Da werden wir uns dann demnächst mit beschäftigen. Aber das Ganze hier soll als kleines Infovideo dienen. Und zwar aus dem Grund, da ich ja meine Abschlussprüfung nun endlich vorüber habe. Und ich hoffe natürlich, dass es einigermaßen gut ausgefallen ist. Also einigermaßen gut ist irgendwas im Zweierbereich, sage ich jetzt mal. Da wird mich wahrscheinlich nichts Negatives irgendwie jetzt erwischen und ich habe ein gutes Gefühl. Aber das war mitunter auch ein Grund, wieso in der Zeit keine Videos und keine Livestreams kamen. Ein Grund war natürlich, ich bin dann zu Annika gegangen oder sie war hier und dann haben wir zusammen gelernt, denn auch sie musste lernen. Das war dann einer der Gründe und der andere Grund war einfach, ja, das dauerhafte Lernen und da hat man einfach am Abend keinen Nerv mehr dazu, noch den Livestream anzuschmeißen, auch wenn es natürlich eine schöne Abwechslung noch ist, aber das Ganze hat nun ein Ende. Und ich möchte euch ein paar Informationen geben, wie es denn so in nächster Zeit auf dem Kanal weitergeht. Und zwar habe ich ja im letzten Livestream schon angekündigt, dass ich gerne die Rhein-Ruhr-Map, auch wenn da die zwei Bahnhöfe, die ich noch verbauen wollte, da es die noch nicht gibt, möchte ich trotzdem in dieser Map weitermachen und möchte das Ganze dann als Transportfever-Schönbauprojekt einleiten, und zwar ausschließlich auf YouTube, und zwar mit Videos. Wie viele Videos da folgen werden, kann ich im Grunde auch noch nicht sagen, da da ich mich nicht drauf beschränken möchte, okay, jeden Tag soll ein Video kommen, sondern wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte diese Rhein-Ruhr-Videos ein, zwei, dreimal die Woche machen, dann mache ich das so, und wenn ich das dann gut einhalten kann, dann wird es da dann auch einen festen Upload-Zeitplan geben. Das Ganze gibt es aber am Anfang noch nicht. So, da werden sich wahrscheinlich die meisten drauf freuen, selbstverständlich, denn die Rhein-Ruhr-Map ist natürlich in den letzten Zeiten ein bisschen in Vergessenheit geraten und deshalb möchte ich das Ganze gerne wiederbeleben. Der nächste Punkt ist, die Mega City Map möchte ich dann ausschließlich für Livestreams verwenden, die in der nächsten Zeit auch etwas mehr werden, voraussichtlich aber weiterhin nicht an den Wochenenden. Da ich ja nun keine Schule oder des Weiteren mehr habe, werden wir uns, ich und Annika, uns weiterhin des Wochenendes treffen. Da müsst ihr euch dann leider bis ja, Mitte, Ende nächsten Jahres, müsst ihr bis dahin warten, denn da ist dann ein großer Zeitsprung für uns beide und ja, ich habe es ein bisschen auch schon in den Streams eventuell gesagt. Wer da noch nicht informiert ist, dann
dann lasst euch überraschen. So, nee, da wird es dann auch auf jeden Fall dann was geben. Und ich denke, dass ich dann ab diesem Zeitpunkt auch des Öfteren mal abends einen Livestream machen kann. Unter anderem dann auch ab Anfang März, wenn meine Ausbildung vorbei ist, kann ich mir ja meine Arbeitszeit selber eintakten. Und da ich im Grunde schon etwa weiß, wie so die Arbeitszeit in der Firma ist, kann ich euch jetzt hiermit schon ein kleines bisschen versichern, dass da auf jeden Fall ab Anfang März auch mehr Streams folgen werden. Nochmal als Erinnerung, ich mache das Ganze hier nicht wegen Geld oder wegen sonst irgendwas. Ich mache das ausschließlich, weil es mir Spaß macht. Deshalb habe ich mich jetzt auch nicht dazu gezwungen, in dieser Zeit Videos zu produzieren, sondern ich habe mir wirklich die Zeit genommen zu lernen, denn ich möchte eine einigermaßen gute Abschlussprüfung schreiben, das mir jetzt hoffentlich gelungen ist. Aber man denkt immer an die Zeit danach und ja, die ist nun mittlerweile angekommen und ich hoffe, dass das Ganze nun in gewissermaßen glimpflich für mich erläuft und ich habe da aber weiterhin keine Bedenken. So, wie wird's für euch denn weitergehen? Also es gibt dann auch noch eine kleine Ergänzung im Team Gaming Potatoes. Das Ganze steht aber noch offen und da wird es dann noch ein separates Video dazu geben, wenn es wirklich dann soweit kommen sollte. Aber nochmal für euch, wie geht es denn für euch auf YouTube weiter? Ich habe so weit geplant, dass ich auf jeden Fall dieses Rhein-Ruhr-Projekt mindestens zweimal wöchentlich machen möchte. Zudem möchte ich auch eine neue Videoreihe beginnen. Das Ganze findet ihr dann die nächsten paar Wochen auf dem Kanal, denn das Ganze hat nämlich nichts mehr mit Transportfieber zu tun. An die lieben Zuschauer, die nur wegen Transportfieber hier sind, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, was ich mir so überlegt habe, denn es soll auf jeden Fall ein Transportfieber-Kanal bleiben, aber ich möchte auch ein bisschen Abwechslung für mich selber haben und ich hoffe, ihr könnt es verstehen und ich hoffe, euch machen dann die Videos oder euch gefallen die Videos dann trotzdem. Da gibt es dann aber wahrscheinlich nochmal ein separates Video zu. Was kann ich noch viel dazu sagen? Wir sind mittlerweile bei über 1700 Abonnenten angekommen. Ich kann mich nur an die letzten, ja, nun gut fast 2 Jahre, nee, quasi ein Jahr, wo ich ja auch angefangen habe mit Stream, bei euch bedanken. Das war ein für mich wunderbares Jahr. Es macht extrem viel Spaß, für euch und mit euch zu streamen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, auch wenn ich manchmal hier mit grimmiger Masse vorm Bildschirm hocke und mich die Musik annervt, aber es macht selbstverständlich Spaß. Nimm das Ganze nicht zu so ernst, das Ganze gehört auch noch natürlich zum Stream mit dazu. Es ist Unterhaltung und ich hoffe, ihr seid mir jetzt da nicht böse. Es gefällt euch ja auch, dass ihr mich auf die Palme bringt mit euren Song Requests. Also da möchte ich auf jeden Fall nichts ändern. Dann auch nochmal ein Dankeschön an die ganzen Twitch-Moderatoren Nico, Likon, auch die ganzen Zuschauer, wenn die hier auf YouTube sind. Ich nenne jetzt mal einfach Fabi, der dauerhaft im TS ist, Yoshi, der so gut wie bei jedem Stream mit dabei ist und auch noch, ich nenne jetzt mal Jimmy, der Spieler, sieht man immer, den Daniel Zalinski. Lese ich sehr oft auch die ganzen YouTube-Zuschauer. Ich bedanke mich bei allen für dieses wunderbare Jahr. Ich hoffe, wir haben noch wunderbare Jahre zusammen und ich hoffe, dass ich euch weiterhin mit Videos belustigen kann. Und falls ihr da jemals irgendwelche Vorschläge oder Anregungen habt, was man denn noch verbessern könnte, traut euch. Ihr werdet nicht bestraft da dafür. Ich werde euch nicht bestrafen, sondern ich danke euch sogar dafür. Ja, wir kommen nun so langsam wieder nach Kartoffelhausen Hauptbahnhof hinein.
Meine Ansprache neigt sich so langsam dem Ende, aber das sollte wie gesagt nur ein kleines Infovideo für euch sein für die kommende Zeit hier auf dem Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich mache das Ganze hier noch zu Ende. Und zwar lasse ich den Zug noch bis zum Hauptbahnhof reinfahren, aber ich sage jetzt schon mal Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream oder sonst irgendwas Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann. Tschüss.